Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Weltraumschrott. Viel Spaß! Ich habe mich letzte Woche so unglaublich über eure Begeisterung zum Erreichen der 10.000 Abos auf Senkrechtstarter gefreut. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten, Mails, neuen Patreon- und Discord-Mitglieder und die tollen Geschenke wie das Starship von Luklas oder die Falcon 9-Rakete hier von Simon. Ja, oder den Senkrechtstarter Spätburgunder von Alexander. Ich bin total stolz auf euch, respektvolle, liebenswerte, wissbegierige, raumfahrtbegeisterte Senkrechtstarter-Community. Ja, mit euch macht die Reise zu den Sternen Spaß und mit euch stelle ich den nächsten Zielorbit auf die 25.000 Abos. Aber zur heutigen Folge. Ein Thema, das ja auch öfter in den Medien ist, ist das Thema Weltraumschrott. Gerade wenn es in Deutschland um Starlink von SpaceX geht, geht es ja eigentlich oft sofort um die hohe Anzahl an Satelliten. Und bei den zigtausend Satelliten, von denen wir da sprechen, ist es dann für viele naheliegend, über die Gefahren durch Kollisionen zu reden. Ich wollte schon sehr, sehr lange ein Video über das Thema Weltraumschrott machen. Tatsächlich, wenn du mein 10.000 Abos-Special gesehen hast, ja, und dich an diese Themenliste erinnern kannst, die ich ganz zu Anfang gemacht habe, also bevor ich den Kanal gestartet habe, dann stand das da schon drauf. Und ja, weil ich ja nur ein YouTuber bin mit einer Leidenschaft für Äpfel und Raketen, habe ich mir für dieses Video Unterstützung geholt. Wir sprechen heute darüber, was Weltraumschrott eigentlich ist und wo er herkommt, wie groß das Problem aktuell schon ist und wie es sich weiterentwickeln wird, welche Orbits besonders gefährdet sind und ob Weltraumschrott gleich Weltraumschrott ist. Und wir beantworten die Frage, ob durch den Kessler-Effekt Starlink Raumfahrt für zukünftige Generationen unmöglich machen könnte. Aber wir besprechen auch Lösungen für das Problem. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache und dir mehr solcher Videos wünscht, freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch deine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Und noch eine Ankündigung. Diese Woche treffen sich Andreas von Nigis Kosmos, Chris von Video Space News und Sirwan von Mars Chroniken am Donnerstag, den 3.6. um 20.15 Uhr auf Senkrechtstarter zu einem weiteren Livestream von dem Astronomischen Quartett. Diesmal wollen wir uns über die Pentagon-Veröffentlichung von UFO-Sichtungen unterhalten. Das wird definitiv wieder ein spannendes Thema und ein cooler Talk. Wir freuen uns dann auch, eure Fragen live im Chat zu beantworten. Also unbedingt einschalten. Aber zum Thema der heutigen Folge. Weltraumschrott. Das klingt ja schon nach dem Titel eines Science-Fiction-Films. Es klingt nach im Gesicht tätowierten Schrottsammlern, die mit ihren zusammengeflickten Raumschiffen die Überbleibsel großer Weltraumschlachten durchforsten. Ja, um dann mit lohnenswerter Beute auf dem nächsten Piratenunterschlupf mit dem Halsabschneider von einem Schrotthändler mit der Schrotflinte unter dem Tresen Handel zu treiben. Nein, keine Science-Fiction. Das Problem Weltraumschrott ist so alt wie die Raumfahrt selbst. Seit den Anfängen der Raumfahrt hinterlässt der Mensch Müll im Weltraum. Vieles davon ist schon lange wieder auf die Erde zurückgestürzt, aber einiges von damals hängt immer noch über unseren Köpfen. Ein prominentes Beispiel zum Beispiel wäre da nämlich die dritte Stufe einer Saturn V-Rakete, die 1969 Apollo 12 auf eine Bahn zum Mond schoss. Sie sollte eigentlich auf einer Bahn um die Sonne weiterfliegen, wurde aber 2002 wieder von der Erdanziehung eingefangen. Bei der ersten Sichtung hielt man sie dann auch tatsächlich für einen Asteroiden. Aber was ist Weltraumschrott eigentlich? Naja, also die Definition Weltraumschrott lautet, alle nicht funktionalen, menschengemachten Dinge auf einem Orbit oder die sich im Wiedereintritt in die Atmosphäre befinden. Zu dem Thema habe ich von der ESA eine hervorragende Doku auf YouTube gefunden. Die verlinke ich dir unter dem Video. Ich habe generell das Gefühl, dass das Thema Weltraumschrott in Europa und generell bei der ESA extrem ernst genommen wird. Die ESA spricht von fast 130 Millionen einzelnen Objekten. Da das Thema in den nächsten Jahren mit jeder Rakete, die wir in den Weltraum starten, immer wichtiger wird, habe ich bei der OHB Experten zu dem Thema befragt. Die OHB in Bremen ist eines der größten Raumfahrtunternehmen Europas und als Big Player im Satellitenbau verfügt die OHB über ein eigenes Space Debris Center, also ein Zentrum, das sich ausschließlich mit dem Thema Weltraumschrott beschäftigt. Ich war exklusiv bei der OHB in Bremen eingeladen und durfte mir den Bau von Satelliten anschauen. Das wird eine Episode, auf die ihr euch schon mal freuen dürft. Zusätzlich hatte ich die Gelegenheit, mit Dr. Charlotte Bewick, der Leiterin des Space Debris Centers, zu sprechen. Sie hat mir dann direkt ein neues Fachwort beigebracht, nämlich den Space Junkie. Von Space Junk, also dem Weltraumschrott, aber auch gleichzeitig die Leidenschaft für alles, was Raumfahrt angeht. Ja, ich würde sagen, das trifft auf mich ganz gut zu. Also ich fühle mich schon auch irgendwie als Raumfahrtsüchtiger. Hallo Charlotte. Hallo, ja genau, Space Junkie im doppelten Sinne, denn Space Junk ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Cool, das ist ja auch
praktisch ziemlich tagesaktuell, weil wir haben gerade ja eine ESA-Konferenz, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Da wollen wir auch gleich drauf eingehen, aber was ist eigentlich dein Hauptjob hier? Okay, also mein richtiger Job ist, ich bin Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Missionen in der Vorentwicklung. Und wir machen sozusagen Phase 0 A, B1 Studien von den nächsten wissenschaftlichen Großmissionen. Aber gleichzeitig bin ich auch Leiterin des Weltraumschrottzentrums, Space Debris Center. Und das ist auch meine Leidenschaft. Ich hatte da ein paar sehr beeindruckende Graphen gesehen, von wegen, seit wann schicken wir Sachen in den Orbit oder seit wann schicken wir Sachen in den Weltraum? Was für Arten von Sachen schicken wir in den Weltraum? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, klar. Also Weltraumschrott ist ein Problem, seit wir den Weltraum nutzen, kann man sagen. Es gibt Sachen aus den frühen 60er Jahren, die sich noch dort oben befinden. Es gibt da ein bestimmtes Experiment, das nannte sich Project Westford. 1960 war, glaube ich, der erste Start. Und da hat man kurze Nadeln in den Orbit befördert, Tausende und Abertausende. Und die sollten RF-Strahlen reflektieren. Das war natürlich, bevor man die Idee hatte, Telekommunikationssatelliten zu bauen. Die Idee war, dass man so über diese Reflexion dann über verschiedene Erdteile miteinander kommunizieren könnte. Und das hat natürlich jetzt, letztendlich war das nicht wirklich zukunftstauglich. Die Nadeln sind uns aber bis heute erhalten geblieben und fliegen immer noch darum. Und damit fing es erst an. Und da kommen wir schon direkt zu den Ursprüngen von Weltraumschrott, denn der ist per Definition ja menschengemacht und muss vorher mit einer Rakete ins All gekommen sein. Denn nein, noch besitzen wir keine andere Technologie, mit der wir Dinge ins All schießen können, außer chemischen Raketenantrieben. Ja, und das ist dann auch direkt die erste Quelle von Weltraumschrott, leergebrannte Oberstufen von Raketen. Während Erststufen bis auf einige wenige Ausnahmen zur Erde zurückfallen, sind viele Oberstufen im Weltraum geblieben. Bei dieser Art von Objekten spricht man auch von missionsbedingten Objekten, also Objekte, die sich funktionslos im Weltraum befinden, weil das dem Konzept ihrer Mission entsprach. Das sind die Raketen, aber natürlich auch die Nutzlasten wie funktionslose Satelliten. Wenn man von einem funktionstüchtigen Satelliten noch nicht von Weltraumschrott spricht, so ein Satellit hat ja schließlich auch Gefühle, kann ein Satellit auch seine Funktion verlieren. Sei das durch einen Defekt oder das erklärte Missionsende oder sogar durch eine Explosion. Und da wären wir bei der zweiten Kategorie als Ursprung von Weltraumschrott. Die Teile, die durch Explosionen entstanden sind. Was kann so eine Explosion auslösen? Ja, zum Beispiel die Reste von Treibstoffen oder Treibgas in Drucktanks können ebenso eine Quelle einer Explosion sein wie chemische Reaktionen in den Batterien. Ja, und von wie vielen Tonnen sprechen wir da? Auf Wikipedia findet man die Zahl von 6.300 Tonnen für die Gesamtmasse an Weltraumschrott. Laut ESA geht es dabei um fast 130 Millionen Einzelteile. Ein Großteil dieser Bruchstücke, nämlich etwa 73% der Objekte, befinden sich im erdnahen Orbit. Nach Masse aufgeteilt machen diese Bruchstücke im niedrigen Erdorbit aber nur etwa 40% der Gesamtmasse aus, also etwa 2.700 Tonnen. Der Rest befindet sich auf höheren Orbitalbahnen um die Erde oder vereinzelt sogar auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Könntest du eine Einteilung machen, vielleicht eine grobe Einteilung, was für Orbits im Prinzip besonders interessant sind? Also sage ich jetzt mal, wir hätten jetzt zum Beispiel den ISS-Orbit, wir hätten diesen 800, 700 Kilometer Orbit, wir haben dann einen geostationären Orbit. Welche wissenschaftliche Relevanz die haben und welche davon am meisten bedroht sind durch Weltraumschrott? Ja, gerne. Also du hast ja eigentlich schon fast alle genannt. ISS ist eigentlich ist der ISS-Orbit nicht besonders bedroht durch Weltraumschrott, weil in der Höhe 400 Kilometer die meisten Teile sehr schnell verglühen, weil da eine ziemlich hohe Dichte ist. Aber wir haben halt diese Kritikalität, dass da die ISS ist und da sind Menschen drauf. Und deshalb ist es eben doch sehr wichtig, dass man diesen Orbit schützt, denn das darf auf keinen Fall passieren, dass es da einen Debris-Einschlag gibt. Während da Menschen auf der Station sind. Dann dieser 700 bis 800 Kilometer Bereich, das ist der, wo wir jetzt schon das größte Problem haben. Das liegt daran, dass dort eine sehr geringe Dichte ist, aber gleichzeitig ist das Volumen dieser Schale noch verhältnismäßig klein. Und es gab sehr viele Missionen bereits, die dorthin geflogen sind. Und aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, also wir sind hoch genug, um viel Land beobachten zu können, aber wir sind nah genug, dass wir nicht riesige Optiken brauchen oder im Falle von Radar sehr viel Power brauchen, um das Imaging zu betreiben. Darum sind die sehr beliebt und sehr wichtig für uns. Dann gibt es den MEO. Im MEO sind ja die Navigationssatelliten. Der ist auch
extrem wichtig, aber das Problem ist nicht so gravierend, weil das Volumen dort viel größer ist. Darum sind die Wahrscheinlichkeiten von Kollisionen geringer. Magst du kurz sagen, was MEO heißt? Sorry, ja, natürlich. Das ist der Medium Earth Orbit. Und wenn wir jetzt vom LEO, das ist der Low Earth Orbit, der niedrige Erdorbit, sprechen, das sind Orbits bis zu 2000 Kilometer Höhe. Die meisten sind aber unter 1000 Kilometer. Beim Medium Earth Orbit reden wir über alles, eigentlich alles, was über 2000 Kilometer ist und unter geostationär. Geostationär ist 36.000 Kilometer. Aber besonders interessant ist der Bereich um 24.000 Kilometer und das ist da, wo die Navigationssatelliten sind, weil man dort diese globale Abdeckung hat, diese speziellen Konstellationen, die eben erzielen können, dass man immer eine gute Triangulierung haben kann. Und da ist, also eigentlich ist das Problem dort nicht so gravierend, weil eben sehr viel Platz ist, dadurch, dass man eben viel, viel weiter weg ist von der Erde und diese Schale, wenn man sie so bezeichnen will, viel größer ist. Und, aber was trotzdem dort ist, ist natürlich, du hast wieder eine Constellation, das heißt wieder viele Satelliten auf einer ähnlichen Höhe. Wenn jetzt einer davon stirbt und abdriftet, dann können sich die Satelliten gegeneinander verschieben und dann kannst du trotzdem Kollisionen haben. Und darum ist es auch dort geboten, dass man eben ein Graveyarding zum Beispiel macht. Das heißt, am Ende des Lebens den Satelliten verschiebt auf einen Friedhofsorbit, was auch die, zum Beispiel Galileo-Satelliten natürlich machen. Mhm. Und dann zuletzt Geo. Mhm. Geo ist der wichtigste Orbit, eigentlich kann man sagen, oder die wichtigste Ressource, weil es eben nur ein einziger Orbit ist. Du hast gar keine Ausweichmöglichkeiten. Du kannst nicht sagen, ach, dann gehen wir 100 Kilometer höher. Dann hast du diesen Effekt eben nicht mehr, dass der Satellit mit der gleichen Orbitalgeschwindigkeit um die Erde zieht, wie sie sich quasi im Laufe eines Tages dreht. Und der Vorteil an Geo ist, das ist ja ein äquatorialer Orbit mit ungefähr 3,6 Kilometer pro Sekunde Orbitalgeschwindigkeit. Und alle Satelliten dort gehen in die gleiche Richtung. Wenn jetzt Fragmente entstehen bei einer Explosion oder sowas, dann driften die mit Relativgeschwindigkeiten, die wesentlich geringer sind als die, die man im LEO hat, wo die Satelliten ganz chaotisch so und so um die Erde fliegen und sich dann am Pol immer begegnen. Aber trotzdem, wenn du dort diesen Orbit quasi verpestet hast, wenn dort viel Schrott entstanden ist und man ihn nicht mehr nutzen kann, hätte das gravierende Folgen für die Raumfahrt. Man kann ja den Weltraumschrott, glaube ich, in so ein bisschen so Größen einteilen. Was für Größen wären das zum Beispiel? Also die größten Objekte sind natürlich volle Satelliten- oder Raketenoberstufen. Das sind dann so mehrere Tonnen teilweise. Dann gibt es so die kleinen Satelliten, 100 Kilogramm bis 1000 Kilogramm ungefähr. Die Mikrosatelliten, wo man so von 1 Kilo bis 100 Kilo ungefähr guckt, das sind dann auch so CubeSats zum Beispiel dabei. Und dann darunter ist man schon eigentlich im Bereich der Fragmente. Die Fragmente 10 cm und größer kann man ganz gut beobachten, zumindest auch im LEO, also im niedrigen Erdorbit kann man die von der Erde aus beobachten und tracken und weiß daher, wo sie sich ungefähr befinden und kann dann Kollisionsvermeidungsmanöver fahren. Und dann kommt die gefährlichste Region eigentlich. Das sind Fragmente zwischen vielleicht so einen halben Zentimeter bis ungefähr 10 Zentimeter, wo es viele gibt, die eben noch nicht erkannt sind, die aber einen riesen Schaden verursachen könnten bei einer Kollision. Und dann wiederum kleinere, die können immer noch einen Satelliten außer Gefecht setzen, wenn die zum Beispiel an der falschen Stelle einschlagen, aber die würden nur im Extremfall eine richtige Fragmentierung verursachen. Gibt es Modelle oder irgendwie Ideen, wie man auch diese kleinen Stücke beseitigen könnte oder ist das völlig ausgeschlossen eigentlich? Es gibt Konzepte, aber die sind alle super unausgereift. Die kleinen Sachen werden sich auch irgendwie selber erledigen. Die haben einen höheren Oberfläche-zu-Masse-Verhältnis. Dadurch werden sie viel stärker von der verbleibenden Atmosphäre beeinflusst als andere und auch durch andere Kräfte, zum Beispiel durch den Solardruck und so. Der Solardruck hat meistens den Effekt, dass der Orbit, wenn er erst zirkulär war, sich dann langsam so ein bisschen elliptisch gestaltet und dadurch dann halt auf einer Seite auch immer tiefer sinkt und die Atmosphäre nimmt dann natürlich exponentiell zu. Das heißt, die kleinen Teile, die sind zwar jetzt ein Problem, aber irgendwann verschwinden die meisten davon. Was Charlotte hier beschreibt,
begegnet einem in der Technik sehr häufig, und zwar die Abhängigkeit von Abmessungen. Wir haben ja gerade im letzten Jahr oft das Problem gehabt, uns exponentielles Wachstum vorzustellen. Und so ist es für viele Menschen nicht intuitiv, sich vorzustellen, dass ein Würfel, der seine Abmessung verdoppelt, nicht doppelt so schwer ist, sondern 8-mal so schwer. Während also das Volumen eines Körpers mit seinen Abmessungen sehr schnell größer wird, nimmt die Oberfläche nicht so schnell zu. Ein Würfel, der seine Kantenlänge verdoppelt, vervierfacht seine Oberfläche und verachtfacht sein Volumen. Denn aus dem einen Würfel werden ja so im Prinzip 8 Würfel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Würfel alle gleich schwer sind, brauchen wir also das 8-fache an Kraft, um sie zu bewegen. Die Kraft, die unseren Würfelsatelliten abbremsen möchte, kommt aus dem Atmosphärendruck oder aus den atmosphärischen Teilchen, die auf die Oberfläche prasseln. Und während sich die Masse unseres Würfelsatelliten verachtfacht hat, hat sich die Kraft aus der Atmosphäre nur vervierfacht. Daher kann man auch nicht pauschal sagen, wie lange Objekte brauchen, um aus dem niedrigen Erdorbit abgebremst zu werden. Das hängt von mehreren Faktoren ab, aber unter anderem halt auch von ihrem Gewicht, ihrer Größe und ihrer Oberfläche. Aber was können wir tun, um das Schrottproblem anzugehen? Wirklich wichtig ist, dass es eben keine neuen entstehen, dass man deshalb gerade da ansetzt, Satelliten, die neu starten, so auszustatten, dass sie sich selber vom Orbit entfernen können, oder wenn sie das nicht können, dass sie zumindest so ausgestattet sind, dass man sie theoretisch abschleppen könnte. Oder Satelliten, die da oben sind, wo wir wissen, dass sie ein Problem sind. Der Klassiker ist Envisat, 8 Tonnen, ungefähr 800 Kilometer Höhe. Und dass man dort eben sich überlegt, wie man die in der nächsten Zeit entfernen kann, dass sie keinen Schaden mehr verursachen können. Da stellt sich mir die Frage, was man denn speziell tun kann, um die Satelliten gar nicht erst zu einem Problem werden zu lassen. Wir versuchen, alle unsere Satelliten so nachhaltig wie möglich zu planen. Und das bedeutet halt auch, dass wir sie davor beschützen, dass sie unkontrolliert explodieren, indem wir sie zum Beispiel am Ende des Lebens dann passivieren, dass wir dafür sorgen, dass sie am Ende ihres Lebens möglichst nicht mehr lange in dem Orbit verharren, indem man zum Beispiel die Orbitmanöver durchführt. Und wir gucken auch, wir haben einen ganz speziellen Fokus auf das Thema Design for Demise. Das bedeutet, wenn ein Satellit wieder eintritt, um zu verglühen, gibt es ja manche Satelliten, die beim Wiedereintritt, wo quasi Teile überleben würden und am Boden ankommen und dort unter Umständen eine Gefahr für Menschen oder Einrichtungen darstellen könnten. Und wir versuchen sozusagen Technologien zu entwickeln oder Methoden, in denen man die Verglühbarkeit eines Satelliten maximiert, sodass möglichst wenig oder gar nichts am Boden quasi ankommt. Ich hatte gerade im letzten Fall gelesen, also es gibt ja Missionen, um Satelliten oder die Lebensdauer von Satelliten zu verlängern. Im Prinzip ist es ja ein ähnliches Konzept, was dafür taugen würde, um so Satelliten auch zu deorbiten oder im Prinzip mit denen irgendwas anzustellen. Das wird häufig zusammengeworfen. Also das nennt man ja ein On-Orbit Servicing oder Active Debris Removal. Und On-Orbit Servicing hat zwei Aspekte. Einmal den, dass du eben zum Beispiel einen Satelliten, der keinen Treibstoff mehr hat, kannst du wieder auftanken und der kann sich dann selbst vom Orbit entfernen und so weiter. Aber du hast außerdem diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Vielleicht hat der Satellit eine super Payload und könnte noch 20 Jahre denselben Dienst erfüllen, aber ihm reicht zum Beispiel der Strom nicht mehr oder so. Und du kannst dann mit diesem On-Orbit-Servicer kommen und die bestimmte Funktionen der Plattform übernehmen und dadurch verhindern, dass man einen ganz neuen Satelliten bauen muss, sondern man hat halt dann eben dieses Service-Modul. Das wird auch immer wichtiger. Man merkt, dass das Thema immer mehr Öffentlichkeit erfährt und so. Und ich glaube, das wird in den kommenden Jahren auch noch mehr der Fall sein. Also ein sehr spannendes Thema. Das war der erste Teil des Videos zum Thema Weltraumschrott. Um das Video nicht zu lang werden zu lassen, machen wir einen Cut. Im zweiten Teil, morgen Abend, sprechen wir über das Kessler-Syndrom, Weltraumschrott, der durch Waffentests im Weltraum verursacht wurde, Regeln und Gesetze zu dem Thema, sowie die Idee für die nachträgliche Beseitigung von Weltraumschrott. Auch klären wir die Frage, ob die Starlink-Satelliten als Wegwerfprodukt das Problem lösen könnten. Ich hoffe, die Episode hat dir soweit gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Und wenn du den zweiten Teil nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag sonst auch eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.